Hey, meine liebe Schützen, heute und hier geht es um deinen wildesten Traum, den ich wirklich so schön leicht bezeichnen würde. Und ich kann nur so viel dazu sagen, der ist realer, als du denkst. Also wenn du ihn jetzt schon leben möchtest, dann bleib gerne dran, es wird fantastisch. Hey, meine lieben Schützen und herzlich willkommen zu deinem persönlichen Reading über deinen wildesten Traum, deine Legung über das Leben deiner Träume, das, was man sich so sehnsüchtig wünschen würde. Und wenn es tatsächlich eintreten würde, wäre es so geil, fast schon kann man sagen, zu geil, um real zu sein. Und meine Legungen, wie diese Legung natürlich, richten sich an das Unsichtbare, sprich, was ich mit dem wildesten Traum auch gleich aufdecken werde, bezieht sich, ja, wir werden gleich sehen, welche Lebensbereiche es beschreibt. Doch so oft beschreibe ich auch den emotionalen Zustand, also die Energien dahinter, die Gründe dahinter. So lade ich dich ein, gerne auch die Augen zu schließen, wenn du mir zuhörst. Gerne auch im Vorfeld, bevor du dir das Video anschaust, gerne eine Meditation anzuhören, um dein Unterbewusstsein zu öffnen, mit dem Bewussten zu verbinden, das, was du hörst, auch unterbewusst zu verarbeiten. Denn ich bin Xenia, der Funky Oracle. Hallo, herzlich willkommen. Das Orakel für das Unterbewusste und das Bewusste. Ich verbinde das, was bis jetzt in Trennung war, und zeige dir gerne die höhere Timeline, die höheren Timelines, die du leben könntest. Jetzt schon. Ja. Ja, verbinde mich nun mit deinem Energiefeld. Dafür bitte like und kommentiere jetzt das Video mit deinem Namen, Sternzeichen, alles, was sich für dich nach einem Jahr anfühlt. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ich bin. Ich liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Warum tue ich das? Denn ich möchte, dass du die Zeit im Zuschauen sinnvoll verbringst, denn die Zeit ist das wertvollste Gut, was wir haben. Also, so dass du auch tatsächlich das Maximale aus dem Reading mitnehmen kannst. Und nun, wenn du bereit bist, bin ich es auch. Lass uns beginnen. Wir sehen den Mond, wir sehen den Alchemist und glücklich sein und den Prinz der Kelche. Ja, hier möchte man gerne seine Vergangenheit umschreiben. Du würdest gerne am liebsten deine Vergangenheit umschreiben, dein Leben ganz anders leben. Und weißt du was, du kannst es tatsächlich, wenn du anfängst, es jetzt zu tun, wenn du dich anfängst, anders zu fühlen, wenn du dich anfängst, anders zu verhalten, andere Glaubenssätze zu pflegen, sich um andere Dinge im Leben zu fokussieren und zu kümmern, deinen Fokus auf andere Dinge zu legen. Man möchte gerne diesen Prinzen auf dem Pferd natürlich gerne treffen. Ja. Jemand aus dem Übersee, der so ist wie du. Du weißt, dass wenn du gerne mit einem Mann zusammen bist, wenn du einen Mann liebst, dann es ist schön. Du möchtest am Ende gerne glücklich sein. Ja. Wie jeder Mensch möchte glücklich und frei sein. Und dieses Glücklich-Dasein bezieht sich auf die Leichtigkeit im Leben und zwar insbesondere den Männern gegenüber. Denn wenn die Mama, die Oma, die Tante, vielleicht du selber von den Männern in diesem Leben, von deinem Papa vielleicht enttäuscht wurdest oder wie gesagt andere Frauen in deiner Familie und wenn dieses Thema immer eine gewisse Bitterkeit in dein Leben hineinbringt, weil du beruflich dich zum Beispiel ungern auf die Männer verlässt, weil du wenig männliche Freunde hast und keine Beziehung anziehen kannst oder in der Beziehung, die du führst, nicht glücklich bist, dann geht es hier um die eigentliche Trennung zwischen dem Mann, zwischen der Frau, um die eigentliche Trennung zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen.
Und deine innere Freiheit bezieht sich auf die Leichtigkeit den Männern gegenüber. Dass man den Mann an deiner Seite, dass, auch wenn das ein zukünftiger Mann ist, erlaubt, endlich emotional zu sein, sich neu zu gebären, dass du endlich ein ganz anderes Bild von dem Mann hast für dich persönlich und dadurch natürlich auch anziehst. Auch wenn du mit deinem Mann zusammen bist, dass du deinen Mann, auch wenn du einen Sohn hast, dass du deinen Sohn anfängst, ganz anders zu sehen. Und hier geht es insbesondere um die Heilung der Beziehung zu dem Männlichen, bei dem der Männliche bis jetzt der Täter war, der Böse war, der Kalte war. Am Ende geht es auch um die Heilung zwischen Mutter und Kind, Mutter und Sohn. Auch, dass die Frau den Mann in ihrem Leben endlich den Mann einlädt in ihr Leben. Auch den inneren Kind, das innere Kind, den inneren Sohn. Ich glaube, wenn du den Zauberstab hättest, würdest du auch viel lieber gerne die Vergangenheit deiner Mutter, deine Großeltern, deine Großmutter umschreiben und den Mädels tatsächlich ein glückliches Leben schenken, dass sie endlich die Schönheit in diesem Leben, die Schönheit an eine Beziehung erleben können. Weil du womöglich glücklich in einer Beziehung bist gerade und erkennst, wie wundervoll das Leben sein kann, wie krass sich das Leben dadurch verändert, wie viel Kraft man gewinnt, wie leicht alles ist, wie leicht alles ist, dass man dadurch jünger wird, man erkennt, dass die Beziehung einen nicht kaputt macht. Die Beziehung stärkt einen. Die Beziehung heilt einen. Die Beziehung fängt einen auf. Man braucht sich um nichts mehr zu sorgen, weil man ist nicht mehr allein. Und diese Zweisamkeit führt zu einer absoluten Freiheit im Inneren. Hier spreche ich von einer Beziehung, in der man Zweisamkeit genießt, weil man Einsamkeit zu Genüge genossen hat. Hier spreche ich von zwei Menschen, die in der Beziehung glücklich sind, weil sie für sich allein glücklich sind. Und diese Leichtigkeit, dieses Single-Dasein, vielleicht wie mit 26, wünschst du dir. Vielleicht hat dich deine Mama mit 26 bekommen, zum Beispiel. Und damit hat ihre Leichtigkeit, ihre Junghaftigkeit, ihre Jungfröhlichkeit aufgehört, weil dadurch viel Verantwortung kam, physische Schmerzen, Zukunftsängste und. Der Mann hat angefangen, sie zu betrügen oder mehr zu arbeiten und. Sprich, durch dein auf die Welt kommen. Und mit deinem auf die Welt kommen hast du schon ganz viel Karma aufgesammelt. Hier der Mond. Und diese Karma, die auch unter anderem mit den Glaubenssätzen verbunden und verknüpft ist, die insbesondere negativ über die Manneswelt eine Person denken lässt, diese Karma erschwert auch dein Leben extrem. Und deine Beziehung, und das möchtest du gerne so krass verändern. Hier der Alchemist, du sehnst dich, du suchst nach einer Lösung, nicht von dieser Welt, du suchst eine neuartige Lösung, die, wie kann man sagen, schon fast mit einem Zauberstabschwung dir eine schöne Zukunft schenkt, die eine reiche, wohlhabende, glückliche Gegenwart schenkt. Du möchtest irgendwie dein Unterbewusstsein, kann man sagen, verändern. Du hast erkannt, dass irgendwo alles zusammenhängt. Und wenn du gut denkst über die anderen, über dich selbst, wenn du im guten Zustand dich befindest, dann erlebst du auch gute Tage. Und du möchtest gerne glücklich sein. Erstens für dich, dann bezieht sich diese Glücklichkeit auf die
Manneswelt da draußen, dass du dich sicher fühlst, egal wo du bist. Was am Ende führt in der dritten Stufe, dass du eine glückliche Beziehung führen kannst, dass du einen Mann an deiner Seite tagtäglich von früh bis abends ohne Angst zu haben erleben möchtest. Ja, dass Adam und Eva wieder zusammenkommen, dass Julia und Romeo wieder zusammenkommen, dass die Story endlich ein Happy End hat. Und wenn du übrigens tatsächlich dich mit dieser Thematik auseinandersetzt, Unterprogramme, Codes, Hypnose, ja, oder Meditation, dass dir bewusst ist, dass vieles, was wir bewusst erleben, eigentlich nur Eisbergspitze ist, noch viel mehr verbirgt sich in unserem Unterbewusstsein, dass wenn man da reingräbt, dass man sein ganzes Leben verändern kann. Dafür biete ich ein Produkt, ein personifiziertes Audio für das Reprogrammieren von deinem Leben, für das Reprogrammieren von deinen unterbewussten Codes. Das kannst du dir gerne bestellen unter der E-Mail, die du unten findest. Die zuvor findet eine persönliche Session statt, wo ich die gesamte Information sammle. Das ist ein gesamter Prozess. Und dieses innovative Produkt kann dir nachhaltig dein ganzes Leben tatsächlich verändern und kann dir extremst helfen, unter anderem auch eine gesunde Beziehung zu führen. Ja. Ja, wenn du mehr darüber wissen möchtest, schreib gerne meine E-Mail, die findest du unten. Dazu ist wirklich ein mega, mega geiles Produkt und es ist ein, kann man sagen, wirklich eine wahre Magie, wahrer Alchemist ist da am Werk, weil wir da wirklich komplett mit den Codes arbeiten, mit dem Unterbewussten. Ja, und danach sehnst du dich. Also wenn dich das anspricht, wenn du tatsächlich ein Werkzeug haben möchtest, was du täglich anwenden kannst, was wirklich wirkt, dann buche dir diese persönliche Audiodatei. Ja, das ist quasi der wildeste Traum, in dem du ein Werkzeug haben könntest, in dem du das, was du erlebt hast, so umprogrammieren kannst, so quasi an den Stricken ziehen kannst, dass du immer glücklich bist, egal was ist. Am Ende, das ist absolut legitim und das ist möglich, das ist wirklich möglich, Leute. Absolut möglich. Bitte, 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 bitte lebt die höhere Timeline, indem man jeden Tag glücklich ist. Was war mit 26 Jahren, mein Schatz? Was hast du mit 26 Jahren erlebt? Was hat vielleicht deine Mutter oder deine Oma erlebt? Da gibt es noch viele, viele Emotionen verborgen, die nicht ausgelebt wurden oder sich irgendwie so abgespeichert haben, dass du bis jetzt noch nicht reingehen konntest, weil dass du bis jetzt nicht glücklich sein konntest, dein Leben lang, dass da immer so eine gewisse Bitterkeit war. Ja? Und der Schlüssel zum Glück möchte jeder haben und den kannst du. Dein Schlüssel zum Glück liegt in der Beziehung zu dem Mann, dass du erlaubst, diesem Prinz aus dem Übersee, diesem Prinzen, der emotional ist, der anders ist, der könnte auch tatsächlich eine andere Religion oder andere Nationalität haben. Hier spielt es keine Rolle. Du sehnst dich nach etwas Exotischem, nach etwas, was noch urig ist, wo Mann ein Mann Mann ist, wo die Frau Frau ist. Diese Beziehung, das ist tatsächlich wie so ein Prinz aus dem Übersee. Ein Prinz aus dem Übersee. Vielleicht gab es jemanden in deiner Familie, wo ein Prinz aus dem Übersee quasi kam oder jemand, der am Wasser lebt. Ja, Ägypten, Türkei, Italien, Indien, andere Kultur. Andere Kultur, dunkle Haut, Jungfrauenergie. Schwarzes Pferd. Da sind absolut hier deine Hinweise, meine liebe Zuschauerin. Und dein wildester Traum würde tatsächlich so sein, dass du deine Vergangenheit so krass umschreiben könntest, dass du einfach glücklich bist und in diesem glücklichen Dasein. Hier kommt noch ein anderer wildester Traum. Hier kommt noch so eine andere Unterbotschaft, kann man sagen.
Was ich ebenfalls sehe, neben dieser Friedensstellung der Manneswelt gegenüber, sehe ich ebenfalls eine Einstellung in deinem Leben, dass ein Mann dir egal ist. Ja klar, diese Friedensstellung kommt auch durch dieses Egal. Das heißt, weder hast du Angst vor dem Mann, noch fühlst du dich extremst abhängig von einem Mann, noch spielt ein Mann irgendeine übergeordnete oder extra Rolle in deinem Leben, wo du merkst, egal, es ist am Ende egal, ob das positiv oder negativ ist, wenn dich quasi männliche Körper oder entweder es kann das jemand gut aussehend sein oder jemand, der einen bestimmten Status hat. Wenn diese Attribute quasi in dem Mann erscheint, dann zieht dich das aus deiner inneren Mitte. Du wirst zum Beispiel unruhig, du hast das Gefühl, du musst mit ihm flirten, obwohl du es gar nicht willst und. Oder es zieht dich aus deiner Mitte heraus. Und da kannst du in dich hineinschauen, welche Attribute sind es. Wo glaubst du, du kannst einem Mann nicht widerstehen? Jetzt habe ich das, Mensch, Leute, jetzt habe ich das Geborenenwort. Ich muss mir ganz kurz ein Wasser einschenken. Der Schütze in dir sehnt sich nach einem absoluten Heilmittel, dass du absolut friedlich und glücklich bist, wie mit 26. 26 spielt hier eine Rolle, wo du quasi einem Mann widerstehen kannst. Das ist andere Unterbotschaft. Kann auch als eine sehr gute, stabile Grundlage und Basis sein für so ein Treffen mit deinem Prinzen später, den du dann, weil es kann nämlich sein, das, was dich bis jetzt so wuschig gemacht hat oder ja, so wuschig gemacht hat, wenn es zum Beispiel ein gewisses Aussehen ist oder ein gewisser Status, ein gewisses Auto und oder ein gewisser Duft. Ja, dem man nicht widerstehen kann und dann wird man wieder weich und dann sagt man, okay, dann schlafen wir halt nochmal miteinander, obwohl du auch nicht mein Typ bist. Es kann auch sein, dass dieser Mann gewisse Opferattribute mit sich trägt, kann auch für viele Frauen auch extrem attraktiv sein, wenn es deinem Muster entspricht. Deswegen habe ich auch vorhin von dem Dekodierungsaudio gesprochen, gewisse Themen, gewisse Attribute in den anderen, die uns gefallen, müssen nicht tatsächlich die Dinge sein, die wirklich wir mögen. Unsere Psyche ist so aufgebaut, dass wir etwas mögen, was wir öfters sehen. So, das kann sein, wenn deine Mutter und deine Oma und deine Uroma 3 Generationen hintereinander weg gewaltige Beziehungen erlebt haben, kommt dann in der 4. Generation eine Tochter auf die Welt, die daran glaubt, dass gewaltige Beziehungen gut sind, weil es im Blut ist. Und tief in dir drin weißt du aber, du möchtest erstmal selber glücklich sein. Also es ist quasi ein Vorschritt, ein Schritt zu einer glücklichen Beziehung, eine absolute Autonomität als Frau. Ich stehe auf meinen beiden Beinen sozusagen. Ich bin selber glücklich. Auch wenn ich jetzt jemanden daten könnte, sage ich mir, ach na ja, ich brauche es vielleicht nicht. Ne? Oder also so eine gewisse Autonomität. Du schaust dann bei dir, was diese Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, wie sich bei dir auswirkt. Schau dann auf die Attribute von einem Mann, die dich vielleicht bis jetzt schwach gemacht haben. Und schau jetzt in dich hinein. Macht dich das immer noch schwach oder bist du mittlerweile, stehst du dem Ganzen neutral gegenüber, weil du zum Beispiel zu genüge Erfahrung gesammelt hast, dass wenn dieser Mann diese Attribute hat, nicht sofort heißen muss, dass er ein guter Mensch ist und oder dass ihr eine gesunde Beziehung habt. Ja? Also ich bin glücklich allein für mich, auch ohne den Mann, egal wer da draußen ist. Es ist wichtig, dass es mir gut geht und das ist kein ungesunder Egoismus, dass es für dich in deinem Bild eine absolute wichtige Voraussetzung für dein Glücklichdasein. Und Glücklichdasein ist, Schlüssel zum Glück ist Freiheit. Denn was ich hier sehe, warum du es eigentlich möchtest, hier kommt noch so ein krasser Blick nochmal hinter dem, was dir bis jetzt
vielleicht auch unterbewusst irgendwie, was du geahnt hast. Indem du so bist, erlaubst du endlich diesem Prinzen, den du irgendwie dir erhoffst und an den du noch glaubst, endlich zu dir zu kommen. Weil du dann endlich die Frau bist, die du immer sein wolltest. Und den Prinzen, den du schon immer anziehen wolltest, dem willst du natürlich auch jemanden zeigen, den du selber nehmen würdest. Du möchtest dann in deinem besten Licht erscheinen vor deinem Soulmate. Und tief in dir drin weißt du, wenn du noch zu krass anfällig bist, gewissen Männertypen, gewissen Beziehungsschemen und so weiter, dass gewisse Erfahrungen bei dir noch nicht gemacht sind, wenn die noch nicht gemacht sind, dann kann es so, sich so anfühlen, dass du in der Beziehung dich auch so fühlst, als würdest du den Mann, den du geheiratet hast, auch wenn es dein Soulmate ist, nicht wollen oder dass da noch was fehlen würde. Und zu diesem glücklich Dasein, das kann dann auch sein, dass du sagst, es ist gut, dass ich bis ich 26 war, noch keinen festen Freund hatte, weil ich mich da ausgetobt habe. Weil ich bis dahin mich selbst gefunden habe und jetzt weiß ich, was ich möchte. Oder andersrum, wenn du eine anderweitige Erfahrung gesammelt hast, dass du bis du 26 warst, in eine Beziehung warst, die dich eher eingeengt hat, und hinten dran nochmal alles nacherleben musstest, was du bis dahin nicht erleben konntest, weil ihr ziemlich früh zusammenkamt, dann weißt du, okay, jetzt verstehe ich, warum ich all das, was hinterher passiert ist, erleben musste, weil ich gemerkt habe, ich bin noch nicht ready. Ich habe noch nicht alle Möglichkeiten ausprobiert. Ich will mich erstmal selber finden, meine eigene Wahrheit finden. Und was du dadurch gesammelt hast mit zum Beispiel verschiedenen Männern oder mit den Männern, die du angezogen hast, kann ich dir gleich sagen, das ist quasi all das, was bis jetzt durch deine Vorfahren, deine Mutter, deine Oma noch nicht erlebt und beantwortet wurde. Nehmen wir an, wenn die Oma zum Beispiel ziemlich früh geheiratet hat und keine andere Freunde als dein Opa hatte, trotzdem aber noch Jungs vielleicht in ihrer Umgebung vor der Heirat, während der Heirat oder nach der Heirat irgendwo gesehen hat oder selber gewisse Glaubenssätze in sich getragen hat, dass diejenigen, die in diesem Haus leben oder so und so viel Geld verdienen, dass die Ärzte bessere Partner sind oder dass in der Stadt zu leben mehr privilegiert ist als außerhalb der Stadt, dass da bessere Möglichkeiten sind. Also diese offenen Fragen, die da waren, aber nicht beantwortet werden konnten, und deine Mutter zum Beispiel es nicht beantwortet hat mit ihrem Leben, haben sich diese Fragen auf dich weiter umgewälzt und du dann quasi durch all die Beziehungen, die du in diesem Leben bis jetzt gesammelt hast und die Erfahrungen innerhalb dieser Beziehungen gesammelt hast, auf diese Fragen hoffentlich jetzt bewusst antworten kannst. Deswegen ist es umso wichtiger, bewusst zu leben, um quasi, wenn du dann Kinder hast, deinen Kindern nicht so viel Last abzugeben oder wenn du keine Kinder mehr haben möchtest, dass du sagst, ich habe genug gespielt, ich habe das Spiel verstanden. Ich bin jetzt zum Center sozusagen, zum Mittelpunkt des Labyrinthes angelangt. Ich habe mich jetzt selbst verstanden, was ich wirklich wahrhaftig möchte, welche Typ Mann mir wahrhaftig wirklich gefällt. Denn was ich hier sehe, wenn du dich hier befreist, auch beziehungstechnisch, wirst du so glücklich sein, dass du dir endlich erlaubst, auch einen Prinzen zu heiraten und nicht den König. Du wolltest immer gerne den König, weil er an der Spitze ist, weil er der Oberhaupt ist, dass er Oberhaupt ist und das ist diese königliche Kraft, die du selber in dir trägst. Und durch all deine Erfahrungen hast du womöglich festgestellt, dass mit einem König zusammen zu sein auch anstrengend sein kann.
Es kann auch sein, dass du selber vielleicht gar nicht so weit sein möchtest wie eine Königin, dass du selber noch hineinwachsen möchtest. Sprich, wenn du dich dein eigenes Glück findest, findest du dann irgendwann auch die Prinzen attraktiv, und zwar Prinzen der Kelche, Männer, die emotional sind, Männer, die jung sind in ihrem Denken, Männer, die jung sind in ihrem Aussehen, in ihren Gefühlen, Männer, die auch vielleicht wenige sexuelle Partner hatten und dadurch ihre Purheit, ihre Leichtigkeit, ihre Fröhlichkeit noch weiter tragen, vielleicht jemand, der nicht auf die Kacke haut, jemand, der nicht mit einem fetten Auto überzeugt, aber so viel Schönheit in sich trägt, dass du durch seine Schönheit dich besser selber noch erkennst und quasi eure Beziehung euch alles schenkt und gibt. Und das Materielle, das Emotionale, das Mentale, dass man quasi wirklich mit diesem Prinzen der Kelche sein eigenes Reich dann aufbaut. Und am Ende ist es nichts weiter, dass ein Wunsch nach der Erleichterung, Wunsch nach der, wie soll ich sagen, das Leben wird leichter in so einer Beziehung. Man möchte sich, ich will nicht sagen downgraden, aber man möchte sich befreien, wenig Last. Du sehnst dich nach einem schönen, glücklichen Leben ohne Last, dass du wirklich deinen Wünschen nachgehst und nicht den Wünschen deiner Familie, dass du deine Wahl, deine Manneswahl, deine Berufswahl, deine Lebenswahl, deine Liebeswahl einfach so krass vertrauen kannst, weil du weißt endlich, das ist deins. Du hast deine Hausaufgaben erledigt und du bist frei von der Karma sozusagen. Ja. Und mit unserem Audio-Instrument kannst du das groß, groß, großartig machen. Also melde dich gerne über die E-Mail und vereinbare mit mir den Termin dazu. Ich freue mich sehr, dir dabei helfen zu können an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war mega geil. Danke, danke, danke. Hab ein geiles Leben. Dein wildester Traum ist mehr als real. Viel Freude beim Leben. Bis dahin. Ciao, ciao.